Hallo und willkommen zurück zu The Fates Frontier. Da kommt ein Händler, da wird unser Lager gebaut. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau so sollte das sein. Wir müssen noch ein bisschen an der Nahrung feilen. Uns fehlen Nüsse, ne? So Nüsse, Pilze und so. Obst kommt im Winter, könnten wir auch noch, ach im Winter, im Herbst könnten wir auch noch ein bisschen anbauen. Da oben haben wir noch genug Fläche. Ich dachte, wir könnten aber auch einfach mal ein paar Bauern auf die Felder packen, ne, damit die mal schneller. So, die mit da drauf. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Du brauchst nämlich, kann ich mit 4 rausnehmen, dann kann ich die daheim bauen. Guten Tag, willkommen im Handelshaus von Valborg. Hast du irgendwas, was ich gebrauchen kann? Sand. Sand. Das ist aber auch eigentlich lächerlich, ne? 3 für ein Dings. Das ist, wenn wir 300, dann wäre ich bei 600, ne? Habe ich da eine kleine Reserve? Du verkaufst sie für 8. Ich glaube mal, das ist auch verdammt billig, ne? Hier, nimm mal 10 Kettenhemden, dann habe ich nämlich 3400. Dann kaufe ich dir nämlich das Bier wieder zurück, weil ich weiß, dass ich das für 5 verkaufen kann. Nimmst du die Kettenhemden? Die kann ich neu produzieren, das ist nicht schlimm. Ich denke mal, das wird jetzt auch eine Zeit dauern, bis der nächste Plünderungsangriff kommt. Ja. Dorfbewohner geheilt, sehr schön. Was habe ich denn? 3 Stück habe ich, ne? Ja. Einmal. Oh, ist das teuer. 500? Ja, bauen wir erstmal den Arzt hoch. Weil dann müssen wir nämlich gucken, ob das mit den Kettenhemden hier funktioniert. 4 sind raus. Dann müssten die ja jetzt gleich reinkommen. Ich glaube, dann mache ich. Dann kaufe ich mir das Bier zurück. Ich glaube, den Käse kaufe ich dann auch zurück, damit ich den dann teuer verkaufen kann. Wir gucken gleich mal. Zuerst aber hier. Die sind wichtig. Aber ich habe gerade gesehen, hier, ja, guck mal, da kam noch schon ein zweiter Händler. Ah, da ist er. Da ist er, meine Wohltat. Guckt es euch an. Hitzewelle. Das muss ich überlegen. Die würde ich gerne kaufen. Ach so, Felle haben so eine Hamburg. Ja, komm, scheiß drauf. Kann ich hier noch Talg könnte ich hier kaufen, abkaufen. Ja, Honig packe ich mal zurück. 900. So, damit bist du blank. Du bist blank. Ich kann das ins Lager packen. Das kann ich ins Lager packen. Damit kann ich ein bisschen rüberschieben. So, danke schön. Gerne schön auch wiedersehen. So, jetzt habe ich dich. Guck mal. Einmal. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Das hat mich doch gefreut. Kaufe ich das Bier zurück? Ja, das Bier kaufe ich zurück. Dann habe ich das nämlich in der Reserve. Das Glas, ne? Aber Glas für 20. Glas für 20. Das ist auch gut hier. Dann habe ich da nämlich noch einen Puffer. Den Käse, ne? Ich weiß, dass der teure. Das hat er immer noch 3000, ne? Wenn ich jetzt noch mal 5 da reinschiebe, bin ich bei knapp 2000, ne? Dann machen wir das doch. In der Hoffnung, dass das funktioniert. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Das sehen wir aber dann gleich. Das sehen wir dann gleich, ob das funktioniert oder nicht. Ist schade, dass du das nicht priorisieren kannst. Dass du sagst, hier, das will ich jetzt da haben. Und du hast eben auch noch Schuhe. Sehr schön. Her damit. Ich glaube, das gibt keinen mehr hier, ne? Schade. Ja, jetzt ist er weg. Okay, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Wenn ich die... So. Habe ich immer noch 143 auf dem Lager. Sehr schön. Und was kann ich hier rauspacken? Es wird keiner die Dings hier kaufen, ne? Keiner will die Schilder kaufen. Das vom Brunnen. Hallo? Hallo? Nehmt den Brunnen. Da wird das Erzhaus umgebaut. Dann kann ich stehen, ja. Sag mal. Ach, mir fehlen die Bretter, ne? Ja. Da muss einer rein. So. So, dann machst du das nämlich alles leer. Da kommt schon wieder ein Händler. Sehr schön. Ach, du bist ja schon blank. Da brauche ich ja gar nicht gucken. Du bist ja schon blank. Du bist ja schon arm. Dich haben wir ja schon arm gemacht. Fangen wir so langsam mal an, hier die Straßen zu verbessern. Du bist auch arm. Da sind wir. Da sind wir. Oh, und du verkaufst das Bier zum Beispiel für einen mehr, ne? Captain. Ich könnte dir höchstens die Sachen verkaufen, damit du leer da stehst und ich das Gold in der Tasche habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich von Eisenerz wäre.
Damit bist du auch blank. Sehr schön. Und auf Wiedersehen. Macht's gut. Schreib eine Karte oder so. Und wir verbessern mal die Straßen hier so langsam, ne? Der ist gleich auch fertig. Apropos Medizin. Hab ich. 32 habe ich. Wird ausgebaut. Wollen wir hier vernünftige Straßen kriegen, ne? Das sieht doch gut aus. Und was sagt die Käserei? Arbeitsunfähig. Und du? Oh, ihr habt mal besser produziert hier, ne, Leute? Ihr wart schon mal besser. Ein neuer Dorfbewohner, sehr schön. Willkommen. Und wird ausgebaut. Dann kann ich doch hier auf 500 gehen, oder? Dann habe ich die schon mal. Steine sind auch genug da. Ketten müssen dann neu produziert werden. Da fehlt einer. Wo ist denn meine Rüstungsindustrie? Wo habe ich sie? Da ist sie doch. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Ich brauche noch ein paar Bauern. Wie viel habe ich? 55? So, machen wir das so. Dann habe ich 30 Bauern. Müsste ja eigentlich auch reichen, oder nicht? Erstmal für die Felder. Ja, dein Arbeitsbereich, der ist ein bisschen dumm da. Wo packe ich dich hin? Ich hier hinten irgendwo noch ein. Jagdgebiet. Ey, sag mal. Besser. Ich glaube, dem geht's gut, oder? An Altersschwäche. An Altersschwäche ist er gestorben. Wird ausgebaut. Ja, dann bauen wir mal die ganzen Straßen hier aus. Damit wir mal vernünftige Straßen hier kriegen. So, den einen Arzt hatte ich hier, ne? Genau da. Oh, guck mal.
42. 20 sind im Einsatz. Muss ich warten. Dann müssen wir hier warten. Monatliche Kosten 40. Also die sind schon bei 80. Wenn ich den jetzt gleich auch noch hochdrücke, dann habe ich auf jeden Fall auch eine gute gesundheitliche Grundbasis. Ich müsste dann eventuell nur noch hingehen, um Medizin oder so herstellen zu können. Das Krankenhaus behandelt kranke und verletzte Dorfbewohner, rettet ihnen das Leben oder verkürzt ihre Genesungszeit. Okay. Wir haben ein Krankenhaus, das ist doch schön. Hier verbessere ich noch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wegen der Mine hier. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob wir da die Mine anschließen oder nicht anschließen, das weiß ich noch nicht. Da liegt das Sand, ne? Aber wo ist das andere? Ich muss ja irgendwo noch Sand liegen haben. Weil da sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen drauf achten, wo ich die Rohstoffe hinpacke. Es bringt mir ja nichts, wenn ich da hinten Sand abbaue, aber hier nirgendwo eine Fläche habe, wo ich das hinpacken kann. Was ich meine. Das heißt nämlich, ich habe jetzt die dumme Befürchtung, dass da ganz hinten irgendwo in der Pampa jetzt mein Sand liegt. Quasi hier. Quasi hier. Da gibt es Pilze und so. Könnte ich eigentlich noch einen zweiten reinbauen hier. Oh, guck mal, da Nüsse. Jede Menge Nüsse. Ja gut, ich habe auch die Bauern hochgedrückt, ne? Du bist voll. Lauf nach Hause. Ich glaube, meiner Stadt geht es gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass es meiner Stadt gut geht. Die Straßen kommen so langsam. So langsam wird es. Das sind die Plätze drunter, ne? Ja, stimmt, da sind die Plätze drunter. Da hatten wir ja mal was probiert.
Stimmt ja. Eisen, ne? Eisen ist auch noch so ein Problem. Es liegt aber auch nur daran, weil der Weg hier verdammt weit ist. Und hier keiner drin ist. Da ist meine Kohlemine. Kannst du eigentlich auch mal verbessern hier, ne? Die können wir auch mal verschieben, die können wir auch mal da hinten irgendwo hinpacken. Könnte ich eigentlich hier reinbauen, ne? So, da, so daneben, so da rein. Weil das ist Möbelfabrik, genau. Du stellst Möbel her. Ich müsste aber eigentlich hier noch ein Lagerhaus reinbauen für Bretter. Weil es geht. Es geht. Untätig, untätig, untätig. Und ihr seid immer noch da dran. So. Dann gucken wir mal, was unsere Arbeitslager sagen. Du hast nämlich auch keinen Platz mehr, ne? Das heißt, dich müsste ich eigentlich hier oben irgendwo hinbauen. Oder müsste... Oh, da könnte ich... Du kannst da sammeln gehen. Wenn du da sammeln gehst, also Pilze, Nüsse und alles, dann habe ich da ein Arbeitslager, ne? Genau. Dann könnte ich das Arbeitslager mit rausschieben und hier reinpacken. So. Dann hätten die auf jeden Fall genug Sicherheiten hier. Da ist auch noch. Arbeitslager. Ach, eine Sammelstelle. Neununddreißig hast du im Lager. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel du mitnimmst. Okay, du nimmst die 39 komplett mit. Alter, was hast du denn an Honig? Wachs, also Wachs habe ich ohne Ende, ne? Könnten wir ein paar Kerzen noch hin? Ach, wir haben so viel noch zu tun. So viel noch. Dann machen wir das so. Wird ausgebaut, wird ausgebaut. So.
Oh, hier vernünftige Straßen reinkriegen. Da habe ich gesagt, da warte ich noch, ne? Wo ist mein Arzt da? Alter, da ist gar keiner drin. Da ist gar keiner drin. Aber jetzt komisch hier, ne? Machen wir mehr. Sehr schön. Schnieke, Schnieke. Oh. Dann reicht es erstmal mit den Straßen, dann müssen wir erstmal neue Steine sammeln. Dann müssen wir erstmal neue Steine sammeln. Dann können wir dann hier zwischen die noch machen irgendwann. So, das. Mir fehlen halt die Leute, ne, im Moment. Aber wenn ich die dann hätte, könnte ich dann auch weiter ausbauen und alles. Ich den da hinsetze. Ja, den setzen wir dahin, weil hier unten stört er nur. Da brauche ich den auch im Moment nicht. Können wir den da oben? Dann kann ich da oben noch ein bisschen drücken und pushen. Alle little bit pushing. Push, push. Da kommt ein Händler. Sehr schön. Meiner Stadt geht es gut. Meiner Stadt geht es gut. Fisch ist mal. Eier habe ich auch keine. Oh, kommt. Könnte man hier noch einen kleinen Platz hinbauen? Guten Tag. Sie wünschen. Bier für 3. Mehl für 2 brauche ich nicht. Getreide brauche ich auch nicht. Das Bier würde ich eventuellerweise noch kaufen. Aber auch nur, damit ich im Lager weiterverkaufen kann. Eventuellerweise. Aber ansonsten hast du nichts. Mir fehlen die Ziegelsteine, ne? Ziegelsteine und Bretter. Dann könnten wir so langsam mal auf Stufe 5 aufsteigen. La, 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 la. So. Ich finde auch schön, dass die Querstraßen hier nicht mitgepflastert werden. Sehr schön. Das zeugt wieder rein da. Einundfünfzig.
Rein da. Hier dahin. So, ich lass mich hier gucken. Du sammelst wieder alles, ne? Genau. Und wenn du voll bist, wird wieder getauscht. Genau so ist der Plan. So ist der Plan. Und mein Plan ist jetzt, die Folge hier zu beenden. Euch einen angenehmen Tag zu wünschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.